Hallo und herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens. Ja, das passt heute leider nicht so ganz. Also herzlich willkommen alle Freunde, die ihr hier gerne zuschauen wollt beim Abguss von meinem Christusmodell. Das habe ich ja schon vor langem modelliert zu Ostern genau genommen. Jetzt noch ein paar Korrekturen vorgenommen. Am Anfang sieht man das noch vom Film, dass ich da noch ein bisschen eingegriffen habe, noch ein bisschen mehr Volumen und hier und da noch ein bisschen sauber Details und so. Also Korrekturen von der Kundschaft angeregt, die ich da nochmal einfließen habe lassen. Und vielleicht wird es auch nochmal weiter verändert. Ich habe ja noch das Plastilin-Modell, das kann ich nochmal neu verändern in der Form, nochmal schöner aufbauen oder nochmal ein anderes, zweites Modell sozusagen erstellen, dass man da nochmal einen Vergleich hat. Das ist auch sehr interessant, wie ich festgestellt habe, dass man daraufhin auch nochmal eine Auswahl hat, wenn jemand sagt, ich hätte da irgendwie noch andere Vorstellungen oder Wünsche oder so, dass man irgendwie zwei Modelle hat, wenn man jetzt zum Beispiel noch den Gusskörper, das Tonmodell oder das Wachsmodell oder das Plastilinmodell in diesem Fall übrig hat, kann man das ja nochmal neu als Modell herstellen, dass es irgendwie eine andere Form gewinnt, leichte Korrekturen vornehmen. Und dafür ist es natürlich gedacht, für diesen Arbeitsprozess der Formfindung, also dass man zur eigentlichen plastischen Form kommt, da hilft das sehr gut für so solo-selbstständige Künstler oder auch interessierte Laien, die hier vielleicht zuschauen, so eigene Modelle zu erstellen. Ich weiß, viele Künstler gehen mittlerweile direkt ins Werkstück hinein mit ihrer Kettensäge oder auf die Leinwand, dass sie gar keine Vorzeichnungen oder irgendwas mehr machen. Also da kann ich wirklich nur anregen. Ich werde mir auch selber hier so ein Modell hinhängen oder das zu Hause bei mir hinstellen. Man hat da wirklich mannigfaltige Möglichkeiten. Man kann diese Modelle auch nochmal in der Form verändern, wenn sie aus Gips sind. Man kann die zersägen, neu arrangieren und so, dass sie eine drastische, dynamische Bewegung bekommen. Oder man kann sie fassen, also farbig fassen, auch hochwertig bemalen, dass sie richtig schön in Ölfarbe gefasst sind. Das geht alles zu machen. Also da hat man viele Möglichkeiten. Und wenn du vielleicht sogar sagst, du hättest gern so einen Abguss, weil die Form ist ja sehr haltbar, kannst du den auch bei mir in Auftrag geben oder bestellen. Dann kannst du dir den zu Hause an die Wand hängen oder hinstellen. Da war ja zum Hinstellen gedacht, mein Abguss. Genau, ich zeige hier so ein bisschen meine Vorgehensweise. Also wenn dich das interessiert, ich finde das total spannend. Und ich habe da auch neue Erkenntnisse gewonnen durch meinen Besuch bei Magnus Kleine Teppe. Also es hat mich mächtig inspiriert und natürlich ist da auch noch Luft nach oben. Wenn jetzt hier ein richtiger Formbaumeister aus einer Gießerei zuschaut, der wird vielleicht sagen, oh Gott, was macht er da? Aber darum geht es ja letztendlich nicht, sondern dass wir natürlich alle irgendwie auf einem Weg sind und wenn dir das gefällt, kannst du ja gerne mit die Erkenntnisse heraussuchen und vielleicht privat oder für deine Arbeit auch gerne umsetzen. Und ich habe auch schon neue Ideen gewonnen und neue Materialien kennengelernt, die mir in Zukunft auch weiterhelfen werden. Also da auch herzlichen Dank an den lieben Magnus, sende ich hier in dieser Weise. Gut, ich wünsche allen Zuschauern viel Freude beim Zuschauen und sage mal Film ab. Der Christus liegt jetzt hier bereit zum Abformen. Ich habe hier noch was anmodelliert und hier unten ist immer so ein Steg untermodelliert. Das habe ich ja kurz gezeigt in der Zeitrafferaufnahme. Also das ist von hinten einfach nur eine ganz dünne Wand, die hier unten drunter steht, unter dem Arm. Das bedeutet einfach so viel, es ist auch hier das Gleiche. Wenn jetzt hier oben Silikon drüber kommt, brauche ich ja hier unten eine Trennung, dass ich sozusagen diesen Schlauch wieder öffnen kann, weil ja unten entsteht ja eine Öffnung, weil das ja hier dann auf den Boden auftrifft und von unten kann man das dann eingießen. Das wird dann zum Schluss einfach vorsichtig angeschnitzt, ein bisschen rausgebrochen, schön sauber verarbeitet. Auch hier ist was untergearbeitet, dass diese Hinterschneidungen, da kommt man eben jetzt nicht gut ran mit dem Silikon, sonst würde das nicht fest werden. Genau, da habe ich das hier gemacht, da hier und auch hier dazwischen nochmal, dass für dieses Bein ich auch eine Öffnung erzeugen kann, dass ich das nach oben hin abziehen kann, dass dieses Silikon da einfach wieder sich abstreifen lässt. Wahrscheinlich werde ich dann hier im Bereich dieses Fußes nochmal eine Naht machen müssen und auch entsprechend hier oben am Kopf
am Scheitelpunkt wahrscheinlich, dass ja diese Spannung, die da entsteht, dass man das einfach runterziehen kann, weil das ja doch eine sehr stark hinterschnittene Form ist. Und weil ich dann über dieses Silikon brauche ich ja noch eine Stützform. Also über dieses Silikon brauche ich ja noch eine Stützform. Und das bedeutet, wenn ich die wieder abbekommen will, hier habe ich ja massivste Unterschneidungen, also richtig tiefe Hinterschneidungen. Da muss ich so einen kleinen Gipskeil mir dann eingießen, der ungefähr hier so verlaufen wird. Oder in zwei oder drei Teilen sogar auch hier. Das wird eine richtige Friemelarbeit. Und auch hier entsprechend, weil hier eine ganz starke Hinterschneidung ist, das kann ich mit dem Silikon nicht unmöglich auffüllen. Das sind hier 2-3 Zentimeter, das wird nicht wirklich trocken werden. Da muss dann eine Gipskeilform ungefähr so in dieser Stellung, die wird dann mit einer entsprechenden Trennmittelschicht überzogen. Und dann kommt oben nochmal der ganze Mantel an Stützform drüber, dann wird diese Stützform abgenommen, die Keilformen, und dann wird der Silikon abgezogen, alles wieder zusammengebaut, schön sauber und ausgefettet, und dann kann man eben den Modellbaugips eingießen. Und der ganze Sinn und Zweck ist, dass man dann verschiedene Modelle auch daraus erzeugen kann. Man kann dann zum Beispiel sagen, man sägt hier die Beine nochmal ab, bringt sie ein bisschen in eine andere Stellung, kann dann nochmal Gips aufmodellieren, überarbeiten, anatomische Problembereiche, ja, nochmal verändern, die ganze Figur auch hier sogar durchschneiden und nochmal Verdrehungen und so vornehmen oder gar am Kopf und alles Mögliche. Oder diesen Keil zum Beispiel entfernen und ja, die Beine in einen anderen Winkel bringen und sowas. Das kann man dann alles noch machen mit den Gipsmodellen. Bildhauer haben da natürlich viele Möglichkeiten. Hier ein Wort zum Silikon. Ich habe ja früher immer diesen Essig vernetzenden Sanitätssilikon genommen und jetzt habe ich hier mal im Schlauchbeutel so ein Acetat vernetzenden Silikon. Ich habe da mit dem Magnus Kleine Teppe gesprochen, der ist ja wirklich Profi im Bereich Bildhauerei und unterrichtet auch alles und hat das natürlich auch lange Zeit studiert. Wir wollten das erst übergießen mit so einem Flüssigsilikon, die erste Schicht, und dann mit dem weiter aufbauen. Da haben wir einen Test gemacht und das Fazit war schlussendlich, dass es auf dieser Plastilin nicht hält, also dieses flüssige Gießsilikon, weil hier offensichtlich Schwefel drin ist und dann der Silikon nicht richtig abbindet. Das hier funktioniert aber. Das hat nur das Problem, das kann man eben nicht gießen, das ist recht zäh. So eine zähe Masse. Und das muss man also vorsichtig mit dem Modellierholz aufstreichen in 3 Schichten, also maximal so 3-4. Maximal 5 mm die erste Schicht, dann die nächste Schicht. Man braucht am Ende ungefähr 15 mm, dass die ganze Form nicht zu instabil wird, dass dieses Silikon auch dann in der Stützform ja immer wieder seine richtige Position findet und nicht in sich instabil wird. Muss es eine gewisse Materialstärke haben. Das muss man also in 3 Tagen ineinander folgend aufbauen, weil das immer 24 Stunden trocknen muss, eine Schicht. Genau, also das wird ein richtiges Meisterprojekt, sage ich mal. Da könnten sich sicherlich viele Meisterschüler die Zähne daran ausbeißen. Das ist richtig schwierig. Sogar hier unten musste ich noch so eine Trennfuge aufbauen, weil da ein Durchbruch ist, ja, dass ich die Silikonform eines Tages wieder auch abziehen kann. Weil ich kann dann nämlich da nicht mehr schneiden, ja, in so einem verdeckten Bereich. Deshalb muss ich da direkt einen Steg hinbringen. Oder ich kann auch ja, Plastik oder Pappe oder irgendwas da reinschieben. Also so eine überbeschichtete Pappe von einem Milchkarton geht auch zum Beispiel. Schwierigkeiten werden diese Dornen hier werden. Die sind sehr friemelig. Falten ja gut hier die Füße, könnten problematisch werden. Oben der Titulus vielleicht auch noch. Und naja, es sind so Schwierigkeiten in diesen Beinen, da habe ich noch ein bisschen Bedenken. Möglicherweise mache ich da jetzt auch einen Fehler mit meinem Zwischensteg hier. Wahrscheinlich würde da jetzt ein Formbaumeister schon aufschreien, aber so ist es für mich jetzt am einfachsten, weil ich muss ja das auch hier alles noch auftragen in diesen Hinterschneidungen und sonst komme ich da nicht mehr richtig ran. Deshalb ist das jetzt für mich die einzigste Möglichkeit, das noch so vernünftig aufzutragen und hier trotzdem eine Trennung in der Mitte zu haben, in dem schwierigen Bereich, dass ich es abziehen kann. Notfalls würde ich hier nochmal einen Schnitt machen. Da kann man sich dann auch nochmal eine dickere Wulst aufmodellieren,
falls man hier nochmal eine Trennung vornimmt. Also da kommen jetzt sehr viele formbautechnische Fragen zum Vorschein. Und dann soll das mal senkrecht hingestellt werden und unten kommt ein schöner Sockel ran. Gut, nun werde ich aber nicht weiter quatschen, sondern lasse einfach das Video weiterlaufen. Ich habe jetzt das Silikon hier komplett aufgebaut. Man muss halt darauf achten, dass man das hier so ein Stück weit schräg macht. Ja, dass diese Fläche hier so ungefähr steht, weil wenn jetzt oben der Gipsmantel drüber kommt, also als Stützform, muss ich das ja wieder runter bekommen. Deshalb hier, wo hinter Schneidungen sind, das muss eben einfach nur mit Silikon aufgefüllt sein. Ich habe hier solche Wülste gelassen, das werde ich hier aufschneiden, dass es einfach besser sich trennt und dann auch wieder gut zusammenkommt, weil hier einfach mehr Fläche ist. Hier unten möchte ich das eben so aufkrampeln, dass es hier über diese schwierigen Bereiche von Fuß, Hinterschneidungen und auch diese schwierige Hinterschneidung schön weggeht. Und auch hier beim Kopf habe ich starke Hinterschneidungen und deshalb schneide ich hier hoch bis zur Stirn auf, dass ich das schön aufkrempeln kann. Und hier habe ich ja meine Trennung unten als ja, modellierte Fläche, deshalb wird es auch aufgehen nach oben hin. Dann hoffe ich einfach, dass das hier vom Holz alles gut weggeht, das Silikon. Mindestens so dick muss ich es lassen und aufgebaut haben. Ja, jetzt kommt halt hier mein Gips drauf, da stehen schon die Spachteln bereit. Ja, dann werde ich jetzt hier beginnen mit dem Gips. Und zwar mache ich hier einen Keil, den ich hier trennen werde, der also hier unten ungefähr so in dieser Form wie meine Hand, oben kann auch noch eine kleine Fläche entstehen, hinkommt. Also dann ungefähr hier so, dass der sich wegnehmen lässt. Und für die obere Stützform, ja, die darf eben nicht hier runtergreifen, weil ich die sonst nie wieder wegbekomme. Deshalb muss hier ein Keil hin und den trenne ich hier, dass ich den auch hier schön rausnehmen kann. Den werde ich dann hier so lang laufen lassen, auch hier vorbei an diesem unteren Teil, dass das noch schön wegkommt. Hier innen drin habe ich natürlich ganz schwierige Stellen, da gieße ich auch Gips rein und hier kommen dann auch noch zwei Keile hin. Und das zeige ich jetzt, das baue ich einfach auf und es wird dann immer getrennt. Mit Tonschlicker oben eingeschmiert, dass sich das wieder löst von der oberen Stützform. Ja. Also da muss ich das immer mit Trennmittel bearbeiten. Der Prozess des Formbaus hilft mir natürlich auch schön, mit dem Gips modellieren zu üben. Ich habe so schöne Spachteln, die sind flexibel aus Edelstahl, die kann ich sehr gut reinigen, die rosten auch nicht, sind sehr gut dafür geeignet. Und wie man sieht, ich kann auch so leichte, separate geometrische Bereiche bauen, so dass mein oberer Stützformmantel sich davon wieder lösen lässt. Und die werden dann eben mit Trennmittel, das war jetzt der Tonschlicker, der da stand, eingerieben. Also eine schöne Schicht oben drauf, dass das wirklich sicher ist. Und dann habe ich einen Drahtmantel genommen, weiteren Gips darüber gegossen und schön weiter modelliert. Und das ist jetzt nochmal ein anderer Sack, weil der eben alle war der Stuckgips. Ja, und dann löse ich das halt wieder von der unteren Keilform. Und dann zum Schluss habe ich nochmal das ganze Silikon innen gereinigt und zwar mit Rasierschaum. Das stabilisiert den Silikon nochmal und hilft ihm auch schön geschmeidig zu bleiben. Dass sich der Silikon besser vom Holz trennt, da war ich sehr optimistisch. Also hier müsste man nochmal Trennmittel einsetzen. Das habe ich tatsächlich vergessen. Nur als Tipp nochmal, dort Trennmittel zu verwenden. Wir haben jetzt hier den spannenden Fall, dass hier dazwischen, zwischen der Silikon und der wirklichen Stützform, also diesem Mantel, hier nochmal eine Keilform dazwischen kommt. Das sind immer diese Teile, die ich vorher schön gegossen habe und daher die hier immer so wirklich schräg sind und entsprechend mit Trennmittel, also in diesem Fall mit Tonschlicker eingeschmiert sind, gehen die auch wirklich ab. Hier sieht man noch die Tonschicht. Das ist auch ganz gut, wenn da immer noch etwas von diesem Zeug dran ist. Das ist dann wie so ein Millimeter auch nochmal eine Schicht, dass ich das auch wieder lockern kann. Ja? Also
hat natürlich mehrere Sinne oder ist mehrfach sinnvoll. So, jetzt beginne ich eben hier, diese Teile reinzusetzen. Die sind auch immer mit links. Ich gucke von oben. Nee, das ist rechts. Entschuldigung. Und links beschriftet entsprechend. Und dann geht das hier halt weiter. Der sitzt dann hier so drin. Das Schöne ist ja, das ist ja ein wirklich einmaliger Passungsprozess hier. Also da hat man einfach keine Probleme, dass das hier irgendwie schief geht. Ja, da war noch ein bisschen Gips dran vom letzten Mal. Natürlich ratsam, das alles abzumachen. So, und hier oben habe ich jetzt was sehr Interessantes. Das sind eben diese beiden Dinger. Auch die sind beschriftet. Die helfen halt einfach, dass das Ding in der richtigen Position bleibt und sich hier gut reindrücken. So. Hier passt meine Form jetzt schon schön hinein. Ist auch gut, dass die Schnitte gut zusammendrücken wieder. So. Ja, jetzt schiebe ich halt diese Dinger hier wieder runter. Schön, dass alles zusammenpasst. Das macht natürlich Freude. Hier unten, das ist das schwierigste Element, weil es hier wirklich eine sehr, sehr tiefe Hinterschneidung hat. Da ging auch die Form schwierig ab. Das muss ich halt hier richtig schön da reindrücken. Ich habe festgestellt, hier bei diesen Bereichen, da war ursprünglich etwas mehr Platz. Ich habe da auch so eine ganz leichte Verformung im Arm bei meinem ersten Abguss festgestellt. Das ist halt manchmal in Silikonformen dann einfach so, dass die eben ja manchmal eine leichte Spiel haben können, vor allem wenn man jetzt nicht der beste Formbaumeister ist. So, schön darauf achten, dass diese Nähte überall exakt zusammen sind, weil man den Versatz sonst immer wieder überarbeiten muss und das ist eben sehr, sehr störend. Ja, beim Vollgießen muss der Gips sehr, sehr flüssig sein, weil es sonst wirkliche Probleme gibt. Hier darf ich bis dahin gießen, aber hier nicht ganz so tief, weil das ist einfach nur eine Stütze, dass das da schön oben bleibt, dieser Titellus.
So, hier klemme ich noch was rein, dass das so ein bisschen noch da steht. Ich hoffe, dass das was bringt. So, ganz kurz, ich habe hier solche abgeschnittenen M4 Gewindestangen, einfach hier ein Loch durchgepiekst, hinten bei der Stützform noch was rausgemacht, weil dieser Christus, Kruzifix, der soll mal stehen, ja. Also da wird jetzt hier unten noch eine Platte rankommen, ein kleines Stück Holz dazwischen, also wo vielleicht wie so ein Schuh, wo dann der Gips mit den Stangen drin steckt und dann unten zwei Muttern, um das Ganze festzuziehen. Da habe ich hier noch ein bisschen was rausgenommen und die werde ich dann, sobald ein bisschen Gips da ist, das hier so hochlaufen lassen und dann müsste das passen. Genau, und da können die schön stehen und kann auch ein bisschen kürzer sein, aber dann hat es hier halt an der Figur hier und da und ist mit den Stangen gewissermaßen verbunden. Ja, verzinkt, sollte auch nicht rosten, dann hat man keine Rostflecken außen. Gut, jetzt mixe ich den Gips, den muss ich sehr, sehr dünn aufgießen. Ich nehme hier so einen Rigips, ganz normal aus dem Baumarkt, der ist super weiß hier außen, ganz fein, wenn ich da jetzt überschnitze nochmal. Ich habe da keine Füllstoffe drin, das hier ist der Stuckgips, der ist irgendwie ganz anders zu verarbeiten, hat nicht so eine lange freie Zeit, möchte ich mal behaupten. Der hier ist modellierfähiger und sehr fein und auch in der Farbe sehr schön weiß schon gleich. Und wenn ich dann sozusagen nochmal was überarbeite, habe ich da immer auch sehr ähnliche Farbtöne. Das gefällt mir gut und das nehme ich hier zum Gießen, weil ich da größere Mengen recht günstig auch bekomme und damit auch mal eine Form bauen kann und so. Also, jetzt geht's ans Gießen. So, wenn ich jetzt hier durchfühle, da ist wirklich nichts mehr drin. Ist auch noch sehr dünn. Auf jeden Fall nochmal so schütteln, klopfen, dass Luftblasen aufsteigen. Die muss ich wieder wegbekommen, kann ich auch hier so raus. Fischeln. Und wenn die sich natürlich innen irgendwo anhaften, ganz schlecht. Nun kann ich das Ganze mal hier vorsichtig beginnen rauszumachen. Ich muss hier echt sehr aufpassen, dass es mir nicht rausfällt. Also, hier einfach hochhebeln, das wird nichts. Jetzt ganz vorsichtig einmal umdrehen.
Wo sind die Spachteln? So. Okay, da hätten wir es raus. Das scheint auch ganz zu sein, was ich natürlich hoffe. Ein bisschen Gips rausgelaufen. Naja. So, das macht eigentlich einen ganz guten Eindruck hier. Wichtig, das erstmal rauszunehmen. So, jetzt bin ich gespannt. Ob es sich verformt hat, was hier passiert ist.
So. Okay, so. Also es ist sehr sacknass. Hier war ich unvorsichtig bei den Stacheln. Die kann ich aber wieder aufbauen. Sonst sehr feucht, muss ich erstmal richtig trocknen. Ja, ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist der Guss gelungen. Auch mit den zwei Stäben. Das ist natürlich ganz spannend. Ja, das sieht sehr gut aus. Also kann ich auch alles wieder reparieren, was hier an Luftblasen ist. Für das nächste Mal weiß ich dann Bescheid, das ist noch etwas kräftiger aufzugießen, aber das hier muss ich eh abgeben. Also war das jetzt mal ein voller Erfolg hier. Das Kruzifix-Modell ist jetzt fertig überarbeitet, eben aus Gips abgegossen. Das bekommt jetzt der Kunde mal zur Ansicht. Und da liegt nämlich noch ein weiterer, den brauche ich ja dann zum Kopieren in Holz, muss ich noch etwas überarbeiten. Ja, das Ganze soll immer so stehen, deshalb dieser Sperrholzsockel. Man kann das also hier schön anheben und verstellen, das Ganze. Und da sind auch noch Gewindestangen eingegossen mit im Kreuz, dass man das schön verschrauben kann und auch wieder auseinanderbauen kann. Ja, kurz zum Titulus hier oben. Das sind also, ja, ein Koine, griechischer Schriftzug. Tetelestai steht da in griechischen Minuskelbuchstaben. Und das heißt nach der Überlieferung also, dass der Christus ausgesprochen hat, es ist vollbracht, denn dieser Mann kennt sich mit den alten Sprachen entsprechend aus und interessiert sich also dafür. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir hier gerne einen Daumen nach oben. Kommentiere auch gerne unter dem Video, was war deine Meinung, was kann man vielleicht verändern, besser machen. Oder du bist Experte und kannst uns da noch Ideen geben, was man vielleicht anders machen muss oder wo du Anregungen hast, dann schreib das auch gerne unter das Video. Aber wenn es dir geholfen hat, freue ich mich natürlich auch über einen positiven Kommentar, dass mich das weiter ermutigt, ja, solche Arbeiten hier zu machen. Sonst, wenn du sagst, du würdest mich gerne unterstützen, das Ganze kostet natürlich Geld, Technik, Speichermedien, Computer, das ganze Programm, ja, das ist ein Riesenaufwand, du weißt, auch ich investiere da Zeit und muss ja letztendlich auch Geld, ja, verdienen, wie das halt so ist. Und wenn du sagst, du findest das gut und du konsumierst das regelmäßig, unterstütze mich gerne, ich blende hier mal meinen PayPal-Link ein oder dann auch meine Bankverbindung. Unter dem Video in der Infobox ist das auch nochmal hinterlegt, da kannst du dir das in Ruhe anschauen und heraussuchen, wenn du mich da irgendwie unterstützen willst. Oder du sagst, du würdest gerne sowas in Auftrag geben oder hast eine ganz andere neue Idee, dann kann ich das auch hier filmtechnisch verarbeiten oder du bekommst es als privaten Film. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten
Und da kannst du mich auch auf diese Weise sozusagen hier was in Auftrag geben, was ich dann verarbeite, um ja für dich dann noch weitere Dinge zu ergründen. Okay, ich danke dir recht herzlich, dass du mit dabei warst. Ich freue mich, wenn du wieder mit einschaltest. Ich hoffe, du kommst gut voran mit deinen Arbeiten und vielleicht auch mit deinen Modellen abgüssen oder wie auch immer dein Arbeitsprozess aussieht. Ich freue mich, dass du ja etwas da mitgenommen hast und danke dir fürs Zuschauen. Bis zum Wiedersehen, mach's gut und ciao.